Das kann ja was werden. Erstmal Herzen sammeln. Ich lebe schon seit Jahren hier ganz allein. Doch dank meiner Loren wird mir nie langweilig. Das ist schön. Das kann ja was werden. Es geht los. Schmeiß die Hände in die Höhe. Wir müssen schreien. Okay, das könnte kniffelig werden. Zurück. Nein. Boah. Geht ja mal gar nicht. Nein. Boah. Das ist irgendwie knifflig. Zumindest werde ich nie zu schnell, weil ich zu schlecht bin. Bremsen. Okay. Bremsen, immer schön bremsen. Nicht wehtun, nicht wehtun. Langsam fahren, langsam fahren. Hilfe. Komm schon. Oh, mal aussteigen. Meine Güte. War das ein Ritt? Nochmal. Das hat mir gefallen. Da war schon wieder so ein Käfer. Brauch endlich mal Netzer. Ah, toll. Dahinter dir stehen Skorpionen und du schaust dir ganz schön ganz in Ruhe einen Glibber an. Wenn ich normal reden würde, wäre es besser. Böse Skorpione. Aus. Aus, aus, aus. Da ist die Abkürzung nach unten wahrscheinlich. Wieder zum Start. Ja. Das heißt, wir gehen hier lang. Ach Gott sei Dank, die nächste Lore. Dachte schon, es wird zu langweilig. Zur Werft. Ah. Ein kleiner Mann, der nichts mehr kann. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen riesigen Zeitstein, wo die dann alle wieder aufwachen. Auch beim Haus dann. Nein, ich will nicht. Hilfe, Hilfe. Zurück, zurück. Wir können doch aussteigen. Oder auch nicht. Ein bisschen abbremsen. Wir können mal volle Kanne fahren. Oh mein Gott. War das jetzt richtig? Weißt du, ob ich da jetzt hätte abgehen sollen? Oh mein Gott, hä? Das war jetzt gut. Das wiederum nicht. Also in den Kurven wird er irgendwie immer so schnell. Oh. Da muss ich schnell sein. Gut zu wissen. Dann probieren wir es jetzt eben nochmal. So, ich bin voll motiviert. Obwohl, da geht's hoch hinaus. Ich will nicht mehr. Nein. Okay, dann halt. Doch. Kann mich meinem Schicksal nicht erwehren. Was denn? Oh, ich hab doch gelenkt. Geneigt. Meine Geduld geht hier zur Neige. Vor allem, weil der immer so ewig aufwärts fahren muss. Kann nur verlangsamen und nicht beschleunigen. So, ganz vorsichtig fahren. Nur nicht zu schnell werden. Das könnte in die Hose gehen. Ganz vorsichtig. So, und jetzt Gas geben hier. Da kommt nämlich ein Sprung. Ich sehe das irgendwie noch nicht so recht, wo da jetzt die Sprünge sind. Boah. Boah, das geht so schnell. Ich habe Angst, dass wenn ich abbremse, dass ich dann wieder keinen Schwung habe für den Sprung. Aber so muss man wirklich schnell reagieren. So, bis jetzt läuft's noch. Bin ich jetzt richtig oder wie? Hier war ich zumindest noch nicht. Daran würde ich mich erinnern. Oh mein Gott. Es geht so schnell. Ich bin noch zu jung zum Sterben.
Ah. Ich glaube, ich bin richtig. Ich bin richtig. War das jetzt cool oder was? War das cool oder was? Das war wirklich cool. Endstation Werft. Und sogar eine Speicherstatue. Das ist nämlich perfekt, weil ich jetzt nämlich eine Pause brauche. Und das passt von der Zeit auch ungefähr. Sind es halt wieder so 16 Minuten Parts. Wohl. Ach, was? Spiel weiter. Komm schon. Bis zur nächsten Statue geht's noch. Kennst die Parts besser. Karten. Gebieter, wir sind im Inneren der Werft angekommen. Ist das jetzt das Dungeon von der Flamme? Also ich meine, die Flamme ist auf dem Schiff, aber... Nach all der Zeit ist doch hier alles von Sand bedeckt. Ich empfehle dir, im Sand nach Anhaltspunkten zum Schiff zu suchen. Okay, ich glaube, das ist kein Dungeon, das ist einfach nur eine Werft. Vorsicht, vermehrt Angriffe von Piraten verzeichnet. Sind wir nicht mit einem Piraten unterwegs? Am Monatsende ist die Lorenbahn wegen Inspektionen den ganzen Tag geschlossen. Gott sei Dank sind wir mitten im Monat. Bläh. Reden schwer. So, versinke ich da? Nö. Gut, das heißt, ich kann jetzt hier alles aufpusten, oder was? Ich freue mich. Ich freue mich ganz enorm. Wie tief geht's denn da runter? Warte mal kurz. So, wieder einrichten. Oh mein Gott. Ach! Sieh an. Oha! Alter Schwede! Hat der mich jetzt erschrocken? Das war jetzt zu viel für meine Nerven. Ich muss da aus der Klemme rauskommen. Nein! Ah. Boah. Okay, eine Klaue weg. Einen Moment. Mein Nunchuck bewegt sich gerade von selber. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Wenn sich der von alleine bewegt, dann kann ich nicht mehr gut ausweichen. Es schüttelt mich durch und durch. Ah, verdammt. So. Jetzt hat er sich wieder beruhigt. Kann wieder draufschlagen. Nein, nein, nein. Boah. Cool ausgewichen. Muss ich mir einfach mal lassen. Uiuiui. Komm schon. Viel kannst du nicht mehr aushalten. Nein. Okay, der Schlag war jetzt auch cool. Nein! Boah, wie ich meine Saltos hier drehe. Ein... Ach, nö, jetzt kommt das. Komm. Boah, aber wie ich mich jetzt erschrocken habe bei dem Ding. Nein. Aus, wir spielen nicht verstecken. Mit dir spiele ich das nicht. Nein! Ach, verdammt, jetzt mache ich schon. So wunderschön. Die Rollen nach hinten und... Es bringt nicht mal was. So, langsam bräuchte ich wieder ein Herz, weil... Es ist ein verdammt blöder und nerviger Gegner. Ah, komm schon. Na gut, wir spielen Verstecken. Wo bist du? Ah, ich hab dich gefunden, so. Ich bin dran. Gewonnen. Krieg ich einen Herzcontainer? Ach toll. Drei Herzen. Gebieter. Es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Was? Keine Prozentzahl?
Was ist denn los? Bist du krank? Können wir hier jetzt komplett in den Boden reingraben? Achso, das ist der Ausgang jetzt, oder? Die Tür, wo ich vorhin nicht rauskam. Ja. Das heißt, wir sind jetzt wieder am Status Quo. Status... Nein! Ich will nicht beenden. Nein. Will er nicht. Will er beenden? Nein, das will er nicht. Hier ist kein Schiff. In diesem Fall, das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also, auf geht's. Hier hält mich nichts. Brechen wir auf. Bzz. Das habe ich jetzt wirklich herzlos gesagt. Es tut mir jetzt wirklich leid. Hätte ich mehr Emotionen reinlegen können. Ich habe Angst. Der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert und mir schlottern die Knie. Wie konnte ich da so einen Punkt draufsetzen? Keine Ahnung. Also los, brechen wir auf. Brechen wir auf. Schon wieder vergessen? Okay, da. Geradeaus da. Wahrscheinlich wieder dort, wo es so hoch rausschaut. Aus dem Sand, Wasser, was auch immer. Zumindest ist das mal ein kleineres Gebäude als die Werft gerade eben. Also im Vergleich auf jeden Fall. Piratenversteck. Ein Versteck für Piraten. Ja. Sah jetzt gerade aus wie der Hintern von einem Riesendinosaurier. Mit Fangzähnen. Ich weiß ja nicht, ob ich da rein will. Ich habe Angst, aber wenn man es genau nimmt, leben wir alle bereits nicht mehr. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesen Ort gelangt. Irgendwie beruhigt mich das. Mich würde das irgendwie stören, aber naja, egal. Also Link, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Zu wissen, dass man nur in der Nähe von seinem eigenen Boot leben kann. Ich meine, für einen Seefahrer ist das jetzt wahrscheinlich nicht wirklich schlimm, aber naja, mich würde es ein bisschen stören. Aber wenn es ihm gefällt, ist das eine Sache. So, ich könnte jetzt natürlich hier noch ein bisschen rumrennen. Okay, und mich mit ein paar Fledermäusen rumschlagen. Mit ein paar vielen. Ah, boah. Das ist Treibsand. Oh mein Gott, das ist eine Schockmaus. Eine Schockmaus. Und die sehen verwirrt aus. Wie viel kommen denn da? Hallo? Reicht's langsam? So, gibt's hier irgendetwas, das mir weiterhilft? Zum Beispiel so ein Eingang. Aber, aha. Ich lass mich erstmal nochmal von so einem Blob treffen. Oh mein Gott, jetzt ist es ein Riesenblob. So, warten. Ja toll, jetzt wird er schon wieder größer. Ich glaub's ja nicht. So. Kurz warten. Bisschen taktischer vorgehen. Ach! Jetzt bin ich ernsthaft an so einem... Das ist jetzt... Oh, komm schon! Jetzt habe ich meine Fee an dem Elektroschleim verschwendet. Dem ich jetzt trotzdem noch nicht fertig werde. Ich bin wirklich zu blöd für diese Art von Gegner. Ich sehe schon. Naja. Ich speichere jetzt auf jeden Fall nochmal. Und dann sage ich einfach mal,
Speichervorgang erfolgreich. Das wollte ich sagen. Nebenbei kann ich noch erwähnen, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal, aber das ist ja nur nebensächlich. Bis dann, Leute. Ciao.